Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 95. Folge von Temtem. Wir sind immer noch im Dojo von Neoedo. Es zieht sich ein bisschen. Es ist auch ein verdammt großes Dojo. Und jetzt, ach du heilige Scheiße. Ah! Nein! Jetzt bin ich wieder am Start! Oh no! Genau wie im letzten Part. Aber dort war es aus Versehen. Oh no! Ja. Jetzt muss ich wieder die Karte auspacken, glaube ich. So, ah ne, muss ich nicht. So, durchlaufen. So, und durch. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Wir sind jetzt bei diesem wunderschönen großen Feld. So. Jetzt sind jeweils zwei. Ah, wieso laufe ich, wenn es kommt? Och, ich bin so doof. Naja, einer muss es ja sein. So, wieder nach drüben. Zack, zack. Oh, shit. Und jetzt, ja, wenigstens sind wir jeweils schnell wieder hier. Ja. So. Oh mein Gott. Okay, Item. Zweimal Äther plus plus, okay. Durch. Zack. Ja. Noch ein Item. Top-Beleber. Sehr schön. Der war knapp. Mal ganz nach oben. So. Okay. Ja. So, das nächste Item. Teloma-Hacker-Spezialangriff. Dieses experimentelle Genfix verändert Chromosomen in der DNS des Temtem. Es erhöht Spezialangriff um 1 EW und senkt die Fruchtbarkeit des Temtem um 1. Du musst der ursprüngliche Bändiger des Temtem sein, um das Genfix verwenden zu können. Zeitmeier. Ne, nicht Rucksack. Nicht anpassen, ich melde den Rucksack. So. Ich muss mal zuerst mein Team angucken. Wer hat denn am wenigsten Spezialangriff? 29, 36, 39, 20, 12 bei Ori. Dann gehen wir das doch Ori. Ah, so, hier, komm, Rucksack, zack. Ori hat Spezialangriff um 1 erhöht. So, wunderschön. So, drüben, nochmal. Gehen wir mal nach unten. Nochmal. Ah, hier haben wir das nächste Item. Okay. Sehr schön. Salbe plus plus. Hat's noch mehr? Ja, es hat noch mehr. Seht ihr? Es lohnt sich doch zu gucken. Tonikum plus plus. Das Tonikum. Punkt. Halt 180 LP und 48 Ausdauer. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Unten ist doch sicher noch was versteckt. Guck mal, hier in der Ecke. So, was denn? Silikonbrocken, raffiniertes Silikon, die hochtechnologische Basis für das Leben von Digital Temtems. Kann zu einem guten Preis verkauft werden. Okay, dann verkaufen wir das doch zu einem guten Preis. So. Okay. Jetzt ist die Frage, zeig mir mal die Karte. Wenn ich jetzt, dann komme ich hier hin und da ist eine Sackgasse. Hä? Ah! Ja, logisch, dass da eine Sackgasse kommt. Ich hab eine Idee. Okay. So. Nach drüben. Oh, aber hier gibt. Ne, es ist keine Sackgasse, hier gibt's Kämpfe. Hehehe. Und zwar nicht wenige. Ah, du bist Akuyaku. Freut mich, einen Veteran von Kiziwa kennenzulernen. Danke, dass du meinem alten Zuhause solche Dienste erwiesen hast. Temtem los. Ich will da nicht Smalltalk führen mit den Leuten. Die interessieren mich nicht. So, Ozaki und Gazuma, habe ich richtig gelesen? Habe ich. Ja, das ist natürlich der Nachteil für Gazuma jetzt, dass ich Tortnite wieder mal dabei habe. Und Ozukai nimmt, glaube ich, nicht viel Feuerschaden, oder? Aber Gazuma wird sicher viel Kristallschaden nehmen. So, sehr schön. Alba-Schaden, wunderbar. Kinnhaken. Kettenblitz. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm.
Okay, dann machen wir mal so. Kristallspitzen auf Osukai und du machst mir eine Glut auf Gazuma. Mal gucken, ob das doppelten Schaden macht. Auch halben. Cool. Cool, cool, cool. Steinschlag, das wird wehtun. Egal, okay, bei beiden wird es wehtun. Gut. Cesare. Nimmst du viel Feuerschaden? I don't know. Da du sowieso drauf gehen wirst, machst du mir einen Kristallstaub hier drauf und du ein Feuer... Ah, das ist rot. Naja, es hätte bei beiden halben Schaden gemacht, von daher. Egal. Mach da einen Feuertornado. Ja gut, es hat jetzt nicht viel gemacht, ne? Versteinern. Danke. Und es ist aber noch nicht K.O. Oder nicht? Ja, Tortnite muss sich jetzt ausruhen und wird eh drauf gehen. Von daher machen wir mal noch einen Sandspritzer auf Osukai. Da macht es wenigstens ein bisschen... Ne, nicht mal das macht doppelten Schaden. Was soll das denn? So, jetzt sind sie beide K.O. Wunderbar. Osukai hat sich aber jetzt, glaube ich, selber verletzt und überlastet, oder? So ist es. Oh, und es lebt noch. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So. Dann nehmen wir Tateru und Tschernif könnte hier, glaube ich, noch nützlich sein. Nützlich, nicht nützlich. So, du machst du mir eine Steinkugel und du machst mir hier scharfe Blätter. Das müsste eigentlich ausreichen. Normalfall. Ja, das ist doppelter Schaden, habe ich es mir gedacht. Stechendes Rad. Was ist das denn? Ja, nichts Besonderes, so wie es ausschaut. Verteidigung geht runter, das ist aber nicht weiter schlimm. Ist okay, der Schaden. Ist okay. 2800. Okay, dann machen wir eine wilde Klaue und du... Boah, die Wasserschneider-Lilie, die ist jetzt halt so perfekt, ne? Cesare ist K.O., würde ich jetzt mal behaupten. Ja, so ist es. So ist es. Tschüssikowski. Och, come on. Fast Level 56. Superb, du bist eindeutig ein Naturtalent. Solch intuitives Verständnis der Technik. Bei einem so jungen Menschen. Ja, ist nicht schlecht, ne? So, dann nehmen wir jetzt die Temescence-Flasche. Och, die ist leer. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Sich zwei Beleber benutzen. Salbe plus. Und zweimal eine normale Salbe. So. Okay, nächster Kampf. Da gibt's schön zwei Items. Habt gehört, dass du diese riesige fliegende Festung angegriffen hast. Das war also kein Märchen? Ja, ist wirklich so. Ich weiß nicht. Hört sich für mich nach einem Haufen Blödsinn an. Hol deine Temtem. Im Temtem-Kampf gibt's keine Bluffs. Dann sehen wir mal, woraus du gemacht bist. Ja, sicher aus mehr als du. Das ist schon mal sicher. Alrighty, alrighty. Jetzt könnte ich halt Nesslakuk gebrauchen, ne? Fürs Zaobian. Ich probiere es trotzdem mal mit Glut. Das ist schon mal ein guter Schaden aufs Barsi. Okay, das ist durchschnittlich. Tesla-Gefängnis, ja. Macht normalen Schaden, ne? So wie man ihn bei jeder Attacke nehmen würde. Hitze auf Zaobian, ne? Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Daher mache ich jetzt die Kristallspitze hier drauf und du machst mir eine Glut auf Sparsi. Oh je, das wird wehtun. Oh je, Mine. Ja, kein schlechter Schaden. Und das war's mit Kapier. Ja. Ja, dann Nessla. Dann nehmen wir doch Nessla. So, eine Glasklinge. Glasklinge sollte für Sparsi reichen und die Wasserklinge reicht für Zaobian. Was jetzt? Nichts passiert. Sparsi K.O. Weicht aus. Ah. Ori, Level 56. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, ruh dich aus. Mach eine Wasserklinge. Ach du Scheiße.
Das ist ordentlicher Damage gewesen, ne? Aber ich wusste, dass da der doppelte Schaden kommt von Nessler. Daher. Alter, du hast so Glück! Sag mal, hast du sie noch alle? Naja. Wir nehmen die Items mit. Schädliche Mikrowellen. Technikkurs für schädliche Mikrowellen. Zeigt deinen Gegnern, wie sich aufgewärmter Kaffee fühlt. Diese Technik verursacht moderaten Schaden. Wow. Und hier? Teloma Hacker, Spezialverteidigung. Okay, wer hat am wenigsten Spezialverteidigung von euch? 25 bei 23, Tateru. Okay, dann Tateru. So. Zack, Spezialverteidigung erhöht. Und dann nehmen wir eine Rauchbombe. Gehen zurück ins Temporium. So. Dann ist alles wieder geheilt. Es ist. Die Temesense-Flasche ist wieder aufgefüllt. Das ist ganz wichtig. So. Dann können wir den letzten Raum des Dojos in Angriff nehmen. Und zwar hier unten habe ich noch einen Teil offen. Ne, ich habe noch hier den Teil hier unten, diesen Raum und diesen hier. Okay, dann müssen wir hier nach unten hin. Okay, hab verstanden. Ah! Lol, das kam unerwartet. So. Nach unten. So, richtig Formel 1 hier. Wie komme ich denn hier nach unten eigentlich hin? Ist da auch Durchgang? Nee. Hä? Wie will man da denn durch? Egal. So. Oh, scheiße. Och, Mann. Ja, bin ich wieder gefangen. So. Nach unten. Wieder nach drüben. So. Okay, und schnell. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du bist die Einzige hier unten, ne? So ist es. Dann sehen wir mal, was du so kannst. Angeblich bist du ja so talentiert. Ich bin so talentiert. Nicht angeblich, ich bin. Ich bin krass. So, Chernif und Amphatier. Das ist gut für mich. Weil dann kann ich bei Chernif schon mal schön die Glut benutzen. Und ich glaube, das wird bei Tortnite ordentlich Damage machen, oder? Ist gut, sie macht's auf Kapier. Das ist nicht schlimm. Aber es wäre schön, wenn mein Karp hier noch ein bisschen überleben kann, ne? Da bin ich ehrlich. Sehr gut. Alles doppelter Schaden. So muss das sein. So. Jennifer ist nicht mehr verbrannt. Das ist schön. Dann machst du hier einen Kristallschau und du machst noch eine Glut. Oh, bitte überlebe, Karp hier. Please. Danke. Amphatier hat sich selber verletzt, das ist schön. Dann geht das kaputt. Aber Kapier kriegt keine EP, weil Jenny wird jetzt safe auf Kapier gehen. Und drauf gehen wird es ja nicht. Ja. Revitalisieren. Oh, es greift nicht an. Es heilt sich nur. Wow. Na dann, Kristallschaub und Feuertornado. Bitte lass Chernif nicht vor dir angreifen. Please, please, please. Ja! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah. Kapi Level 61. Wunderschön. Wunderschön. Gar nicht übel. Ich weiß. So, dann Rucksäckchen. Ich könnte sogar eine Salbe plus plus mal nehmen jetzt hier. 3, ja, okay, nee, das ist dann schon Verschwendung. So, und dann noch eine normale. Und geheilt. So, und dann wechseln wir mal Tateru mit Kapier, damit es auch noch Level 61 wird, bevor wir bei Sasaya ankommen. So, Leute. Jetzt machen wir einen riesengroßen Bogen.
Alter Schwede. So, was ist das denn für ein Raum jetzt wieder? Ach, jemine. Aber ist okay. Oh shit, ich muss nach drüben. Ach nee. Ah! Ah! Nein. Oh je. So, nochmal. Alter, was ist das für ein Raum? Vor allem, es geht so lange, bis man da ist. Och, Mann. So, durch. Lass es kommen, so. Okay. Nervig der ganze Weg. Also, wohin soll ich? Ich glaube, ich hab's raus. Hier nach drüben. So. Lol, der Hand. Ja, aber gerannt. So. Und durch. So, dann gibt's hier noch einen Kampf. Du hast es bis hierher geschafft. Du musst gute Reflexe haben. Einige dieser Laserfallen sind echt fies. Dann schau dir mal, ob du deine Temtem so im Griff hast wie dich selbst. Die habe ich sogar noch mehr im Griff. Meine Liebe. OB10, das ist jetzt natürlich bitter, dass du OB10 hast. Weil, oh, Level 56, dann machen wir einen schönen One-Shot draus und dem machen wir eine Steinkugel. Lass mal strahlen, ja. 40 Schaden ist akzeptabel. So, och nee. Ja, es hat sich selber kaputt gemacht. Wunderbar. Ha! Wunderbar. Doppelter Schaden, auch sehr gut. Ich glaube, die zweite Steinkugel... yes, Baby. Das war ordentlich EP. 72 Ausdauer hat mein Tatero. Das ist natürlich not so bad. So, Scaravolt. Dann mach du nochmal eine Kristallspitze und du machst mir hier drauf eine Steinkugel. Aber ich glaube... Ja, doch, die Steinkugel könnte reichen. Die Steinkugel könnte reichen. Komm, gib ihm. Gib ihm so richtig. Mach ihn fertig. Ja, es reicht. Ich habe gedacht, es könnte vielleicht knapp nicht reichen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. So, Tortnite, fast auf Level 63. Dann gucken wir doch, dass du überlebst, mein Lieber. Ja, mach einfach mal nochmal eine Steinkugel, ne? So. Oh, bitte überlebt, Tatero. Please. Ja, danke. So, ja, okay, der Kampf ist gewonnen. Scaravolt kann im nächsten... Ja, vierfacher Schaden nur. Cool. Ha. Okay, okay, okay. So, Tortnite, Level 63. Willkommen im Dojo. Danke. Jetzt nehme ich aber eine Salbe Plus für meinen Tatero, weil das Tatero, das ist halt ein krasser Ficker. So. Weil da kann ich jetzt über 230 HP regenerieren. Und hier machen wir eine Salbe Plus. So. Alle wieder geheilt. Ich weiß, ich könnte auch einfach mit den anderen weiterkämpfen, aber ich habe es einfach gerne, dass ich in jedem Kampf... Da man ja nicht weiß, was passiert. Alter, was ist denn hier? Boah. Okay, das gibt einen Doppelkampf. Und das müsste dann der letzte sein vor Dr. Sasaya, oder? Genau. Und vielleicht wartet hier drüben noch jemand. Yo, Mädel, wach auf, er ist endlich da. Ach, unten drunter, jawohl, kämpf gegen uns. Diese Dojo-Luschen sind langweilig. Zeig uns ein paar fesche Moves. Fresche Moves, nicht fesche. Entschuldigung. Ich zeige euch, was ihr wollt, meine Lieben. Ich zeige euch, was ihr wollt. So. Okay, Tatero und Nessla. Ja, dann machen wir hier eine Kristallspitze und Steinkugel auf Tatero. Würde ich mal behaupten. Zack, Nessla ist K.O. Ja. Du musst schon lange nicht mehr gegen einen Tatero kämpfen. Die Ehre hatte ich schon lange nicht. Oh, das wird wehtun. Ja, ja.
tut auch weh. So, Loatl. Macht das doppelten Schaden? Ich weiß es nicht mehr. Probieren wir es mal. Dann mach du hier mal eine Giftbombe. Einfach auch aus Ausdauergründen. Wobei der Dero hat mehr als genug. Das war doch guter Schaden von Tortnite. Das ist sehr guter Schaden. Okay. Faradayscher Käfig. Ja. Was ist das schon wieder? Nochmal eine Steinkugel auf Tortnite. Ja, ist okay. Dann machst du jetzt eine Glasklinge und du... Oh, zurückhaltender Groll geht noch nicht. Scheiße, dann mach eine Steinkugel. Dann müsste Tateru eigentlich K.O. gehen. Los, komm. Aber mein Tortnite wird ebenfalls überleben. Ja, ja, ja. Easy. So, jetzt hat sich der Tateru selber K.O. gemacht. Ist auch gut. Ori, Level 57 schon. Es holt mächtig auf. Holy shit. So, Waspin kommt noch. Boah, das würde auch doppelten Schaden nehmen von Tortnite, oder? Und zurückgehaltener Groll. So, ich überlaste meinen Tortnite jetzt halt. Nee, es war kein doppelter Schaden. Okay. Das ist natürlich doof. Ja, Tortnite geht jetzt K.O. Nee, nicht ganz. Und Waspin kriegt ordentlich einen reingepfeffert. Ja, das war doch guter Schaden. Tateru ist nicht mehr isoliert. Schön, was auch immer das gemacht hat. Ruh dich aus und du machst eine Giftbombe. Und dann kann ich nachher wenigstens noch eine wilde Klaue machen. Oh. Okay, tschüss, Tortnite. Tschüssi. It war wohl nix. Dann nehmen wir... Sheriff. So. Okay. Wasserschneiderlilie und... Wilde Klaue. Ich denke, die Wasserschneiderlilie könnte ausreichen. Ja. Das ist halt schon ein mächtiger Angriff, ne? Das ist ein richtig mächtiger Angriff. So. Das hat mir gefallen. Echt cool. Schön. Du könntest zumindest so tun, als würdest du dich anstrengen, Megumi. Ja. Okay. So, schnell das da studieren. Einfach nachlaufen hier. Okay. So, und noch... Oh, hier ist noch ein Kampf. Oder? Ja. Oh, ich hoffe, ich erwarte bloß keine Gnade von mir. Ich buckle nicht vor mächtigen Stars wie dir. So. Ich habe jetzt zwar keinen Tortnite. Inki und Inki. Originell. So, nehmen wir Tateru Nessler. Tateru halt ein bisschen angeschlagen. Oh, Level 66 und 68. Ich gehe zuerst auf den 66er. So. Okay. Ja, sehr gut. Danke. Ich gehe auch nochmal auf. Ja, okay. Es geht nicht auf. Wenigstens geht... Das Schwächere geht nicht auf Nessler. Also das Schwächere ist intelligenter gefühlt. So. Oh, shit. Vierfacher Schaden. Holy crap. Okay, das war nicht viel Damage. Okay, mach halt nochmal eine Steinkugel und du einen eisigen Stalaktit und dann ist das fertig. Oh, shoot. Das war ordentlicher Damage. Aber die Steinkugel erledigt das Ganze jetzt. So. Sehr gut, sehr gut. Inki wird ohnmächtig. Nochmal 1600 EP. So, was zum... Du bist doch nur so ein Kind von einer Insel irgendwo im Nirgendwo. Ja, trotzdem bin ich krass. Kann ich doch nichts für. So. Dann ist hier die Dr. Sasaya. Oder? So ist es. Kämpfen wir heute mal gegen sie? Ich weiß es nicht. Wo ist denn... Meine Temesens-Flasche. Hier. Und wir kämpfen gegen sie heute. Wir machen die im First Try. So. Das hat ja eine Weile gedauert, was? Was hältst du von meinen Bändigern?
Brutale Weicheier. Ha, natürlich. Du tust ganz selbstsicher, aber wenn sie so leicht zu besiegen gewesen wären, wärst du schon viel früher hier gewesen. Naja, ich glaube, die Laser waren das größere Problem als deine Bändiger. Also, Sazaya. Grumpa und Nessla kommen als erstes. Das ist gut für mein Tortnite. Das ist gut für mein Tortnite. Level 54. Also ich bin im Level schon mal ordentlich überlegen. Das ist schon mal gut. Machen One-Shot direkt zum Anfang Zeichen. Oh. Tesla Gefängnis, okay. Ja gut, am Ende werden die natürlich auch höhere Level haben, ihre Temtem. Aber wenn ich die zwei down kriege, was wahrscheinlich auch der Fall sein wird, ohne Fortnite sowohl, ja okay, das ist beides doppelter Schaden. Also easy. Ich besiege die beide, ohne selber was abzugeben. Ich glaube, ich bin ein bisschen überlevelt, kann das sein? Na gut, ich meine, ja, ihre Signature Temtem kommen ja erst noch. So, Krumba ist nicht mehr betroffen, das ist gut, hat sich noch überlastet und geht jetzt K.O. So, zack. 2 zu 0. Für mich. Sehr gut. Mimit und Zaobian. Was ist das für ein Zaobian? Machen wir Kristallspitzen und du... Ich weiß halt nicht, ich mach mal eine Giftbombe. Hier natürlich die Kristallspitze. Ja, also Zaobian ist ja, glaube ich, ihr Signature-Temtem. Ich meine, das stand ja neben mir. Wenn ich das erledige, dann... Oh shit, das war halber Schaden. Wenn ich das erledige, ist er schon mal gut. Okay. Jetzt ist es plötzlich ein Tatero. So. 30... Ja, so, und ich weiß halt nicht, ich mache einen zurückgehaltenen Groll auf Zaobian. Cyber, okay, sie geht auf Tortnite, das ist okay. Das war jetzt nicht viel Damage, aber okay. Ja, der Tortnite wird es überleben. Aber es muss nachher halt sich ausruhen. Außer ich gehe all in mit einer Kristallspitze Richtung Zaobian. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oh ja, der Schaden war gut. Ich riskiere es, ne? Es wird, ja... Oh, Fortnite würde K.O. gehen, ne? Das ist halt schon kacke. Daher mache ich das mal so. Und wilde Klaue. Lass Fortnite bitte zuerst... Oh, es reicht! Das reicht schon. Okay. Okay. Jetzt muss Fortnite einfach überleben. Das wird aber passieren, aber Tateru wird nicht überleben. Doch! Oh mein Gott. OB10. Ah, ist natürlich schade wegen Fortnite, aber ist okay. Ich meine, sie hat nur noch 3 Temtem und ich habe immer noch alle 6. Von daher. Ja. Ja, okay, Tateru wird es auch nicht überleben. Dann steht jetzt 3 zu 2 wahrscheinlich für mich. Oh, Fortnite kann nochmal angreifen. Okay. Nimm mir Janif. Für... Es ist immer noch ein Fortnite. Kristallstaub, so. Und du machst... halber Schaden. Warum? Habe ich voll vergessen. Naja, egal. Egal. So, Digi-Drohung. Jetzt hat Fortnite erwischt. Jetzt steht's 3-2. Aber ich habe einen krassen Vorteil. Gut, ich habe noch einen Ori, aber das ist mittlerweile halt auch ein richtig gutes Level, mein Ori. Von daher, ist okay. Ist okay. So, dann mach du eine Glut und du machst halt hier scharfe Blätter. Glut sollte reichen. Sehr gut. Dann steht jetzt 4-2 für mich. Oh. Naja, es ist nicht... Ja, okay. 5-2. Ja, das ist easy gewonnen. Das ist sowas von easy. Oh, shit. Okay, Chernif sowie Ori werden noch ein Level Up kriegen. Amphortier kommt als nächstes. Alrighty. So, Wasserschneider-Lilie. Und gib ihm.
gebe ihm so richtig. Halber Schaden, wow. Aber es war ungefähr ein Viertel, den ich abgezogen habe. Immerhin. Immerhin. Und hier machen wir doppelten Schaden. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Dann beenden wir das mit einem riesigen Knall. Ruh dich aus, Jennif. Oh, bitte, Kap hier, überlebt. Ich will jetzt nicht falsch spekuliert haben. Danke. So. Na dann. GG, Dr. Sazaya. Amphatir wird ohnmächtig. Gewonnen. Ori und Jenny, Level Ups. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Jetzt weiß ich, warum Musa so zufrieden mit dir war. Ich heiße dich gerne in meinem Dojo willkommen, Makoyaku. Du bist schon ziemlich weit für dein Alter. Und du bist für einen Dojo-Meister ziemlich schlecht. Das war bisher die kleinste Herausforderung, die ich in einem Dojo hatte. Bisher musste ich eigentlich so gut wie immer mich irgendwie um Kopf und Kragen wiederbeleben. Hier nicht. 1200 Pansans. So. Du hast also keine neuen Hinweise, ja? Sonst hättest du mir sicher schon davon berichtet. Ich habe den Digitaldieb Homura durch die Reisfelder verfolgt, aber er konnte entkommen. Ach, so ein Pech. Hast du herausfinden können, warum er meine Temps gestohlen hat? Für eine Frau namens Shiratama, auch sie konnte mir entkommen. Nun, du hast getan, was du konntest. Wie sieht es mit dem verwundeten Belsoto aus? Er sagte mir, dass ich die Spur von Max verfolgen soll. So konnte ich etwas über die Temtem erfahren, die Xie von Clan Belsoto erhalten hat. Und hast du etwas über die Quelle der Lieferung herausfinden können? Schon. Ich weiß, dass die Person, die für die Lieferung verantwortlich ist, es ist ab und zu noch das Schweizerdeutsch, das in mir spricht, verantwortlich ist, jetzt ein Priester von Miyako ist. Das ist schon in normalen Zeiten ein schwer zugänglicher Ort und der Hohepriester wird nicht sehr kooperativ sein. Er mag mich nicht. Offenbar führen alle Spuren am Ryokan vorbei nach Osten und zu den Säulen von hoch oben. Es ist ein gefährlicher Weg, vor allem, weil wir nicht wissen, wo wir unsere Suche beginnen sollen. Es ist frustrierend. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Glaub mir. Ich bin auch enttäuscht. Als wir nach Chipanku kamen, hatte ich gehofft, Teloboss mit Hilfe von dir und Carlos zu finden und Knall Belsoto ein schnelles Ende zu bereiten. Aber das war wohl etwas zu ambitioniert. Das scheint alles länger zu dauern, als ich dachte. Ja, ich meine, Airbury ist ja noch offen. Na? Da waren wir ja auch noch nicht. Das ist dann der nächste Patch und dann der allerletzte Patch dann auch noch. Daher müssen wir jetzt schlau und geduldig sein. Aktuell können wir uns nur erholen und unsere Strategie überdenken. Weißt du was? Wir sollten uns eine kleine Pause in Onsenshima gönnen. Gute Idee, das dachte ich mir. Hier, nimm das. Eine Onsen-Einladung. Gut, dann kann ich da hingehen. Ich werde Carlos Bescheid sagen und dich dort treffen, okay? Ich muss jetzt zuerst ein paar Sachen erledigen und meinen Badeanzug einpacken. Bis gleich. Sehr schön. Gut, dann gehen wir raus hier. Zack. Schnell ins Dojo. Alle heilen gehen. So, lala. Ja, es war ein Easy Dojo. Es war ein richtiges Easy Dojo. Naja, der Part ging ein bisschen länger als sonst. Dafür haben wir das Dojo komplett erledigt. Dann gehen wir schon mal nach Onsenshima. Das war ja, glaube ich, hier oben, oder? Wenn ich mich nicht täusche, war das hier... Nee, es war unten. Okay. So. Gut, dann gehen wir morgen da rein. Und ich würde sagen, für heute ist erstmal gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.